Buongiorno. Und da hört auch mein Französisch auch schon auf. Willkommen zu Bohnenspielen mit Apfelsinen. Haben wir den schlechten Reim auch direkt geklärt, alles weg. Und jetzt geht's richtig los. Und zwar machen wir weiter. Oh Gott, das sieht ja sehr unvorteilhaft hier aus. Kann man das einem als Sixpack noch verkaufen, wenn man das so... Nee, ne? Kann man einem als Bohnenwelle... Die Donauwelle und die... Achso. So. Ja. Cities Skylines ist das Thema. Und es ist ja After Dark. Wir müssen ja im Prinzip ein bisschen die Stimmung runterfahren. Nach so einer aufregenden Folge von Bonjour. Ihr liegt vielleicht auch schon im Bohnenbettchen und habt noch eine Tasse Kakao auf dem Nachttisch stehen und wollt jetzt noch ein bisschen entspannte Strategie und Stadt... Bauerei sehen und da müssen wir jetzt alles mal ein bisschen runterkochen, die Emotionen wieder ein bisschen die Emotionen runterkochen. Wir machen aber direkt weiter, da wo wir stehen geblieben sind. Ihr braucht auch keinen Fußball mehr gucken. Ich kann euch eh sagen, das wird nichts mehr, denn ab sofort beginnt die Zeit der Krämpfe für Juventus Turin und die werden das über die Zeit retten. Gucken wir lieber mal, was Laser City so macht. So sieht die Stadt nämlich wunderschön aus der weiten Vogelperspektive aus. Und für alle, die die letzten Male dabei waren, die wissen vielleicht, dass ich letztes Mal am Ende, als ich aufhören musste, einige Probleme hatte. Und zwar sowohl mit der Müllverbrennung und der Müllablieferung und ja, ist alles nicht so einfach gewesen. So eine große, schöne Stadt muss ja auch sauber sein. Und dann sehen wir hier natürlich die Bohnen-Hauptzentrale, das Headquarter, sozusagen im Mediapark. Kann man auch hier hinten, können wir nochmal reingucken, was da drinnen so abgeht. Ob ich das jetzt hier so hingezoomt kriege. Das letzte Mal hat es besser geklappt. Sieht man das? Nee. Wieso? Die Kamera geht automatisch hoch. Ein bisschen so. Da sieht man es besser. Wie es da drinnen aussieht. Da sehen wir. Ist das eigentlich ein Pool? Oder was ist das? Da sehen wir Almost Daily Plakat und die No Signal Show von LG. Sehr schön. Also, so sieht das Ganze aus. Ich habe das Spiel übrigens gerade pausiert. Und Ähnlichkeiten mit einem Phallus sind... reiner Zufall übrigens. Das haben wir uns einfach so überlegt, dass wir hier so einen schönen, naja, dass die Bohnenzentrale so einen schönen, so eine Umrandung hat. Das ist einfach was Besonderes. Es ist auch genau in der Mitte der Map. Ne, ist es gar nicht, sehe ich gerade. Sollte aber eigentlich genau in der Mitte der Map sein. Es hätte eigentlich mehr hier so, ne? Hier ist eigentlich mehr so die Mitte. Naja, aber die Map wird ja auch noch, wir können die Gebiete hier, um uns runden ja auch noch besiedeln. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich drück mal Play. Und dann gucke ich mal, was hier passiert. Wahrscheinlich ein Debakel. Die Spielgeschwindigkeit kann man ruhig mal ein bisschen hoch machen. So, jetzt sehen wir, dass der Verkehr auch wieder los ist. Hier, das sind Symbole von, ich glaube, verlassenen Häusern. Ja. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht groß viel machen. Aber ich sehe gerade eigentlich keine großen Müllprobleme. Hier ist ein bisschen was gewesen. Ja, vielleicht. Ich guck mal gerade auf meine Statistiken und guck mal, was die Müllinfografik mir sagt. Also, Mülldeponieauslastung bei 73%, Müllverbrennungsstatus. Das läuft gerade. Also, es geht eigentlich. Ich weiß nicht, warum da unten jetzt gerade... Warum da unten gerade nichts... Ja, hier sind schon ein paar Müllsymbole, ne? Guck mal...
Hier sehen wir Entleerung, ja. Also das Problem ist, dass gerade beide Mülldeponien sich entleeren. Die ist noch zu 51% voll und die ist zu 94% voll. Im Prinzip müsste ich noch eine bauen, so dass ich eine in Reserve habe, während die anderen entleert werden. Das mache ich jetzt am besten einfach mal. Das bringt ja alles nichts. So. Ja, ja, ich weiß, dass ich Müllberge habe. Dazu bauen wir hier noch eine Mülldeponie. Damit sollten jetzt erstmal, wie gesagt, die größten Probleme behoben sein. Hoffe ich zumindest. So, das ist Hannover, der Stadtteil Hannover. Sozusagen mein Industriegebiet. Hier ist zum Beispiel auch ordentlich verschwendetes Industriegebiet. Und diese drei Balken hier unten, die zeigen mir, was gerade gesucht wird. Und da sieht man, dass im Prinzip alles gesucht wird. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal wieder... Ich pausiere mal kurz und ich baue jetzt einfach mal von allem wieder ein bisschen. Wer kriegt kein Wasser? Habe ich gerade im Chat gelesen, aber kriegen nur alle Wasser. So, wir gucken mal, wie wir hier am besten eine Straße... Man muss ja immer alles ans Straßennetz bauen. Deshalb muss ich hier wahrscheinlich durchbrechen. Zack. Zack. So, da kann ich auf jeden Fall ein bisschen was bauen. Hier baue ich ein bisschen Industriegebiete, weil es passt. Ne? So. Was mache ich hier? Hier mache ich auch Industriegebiet, oder? Also hier mache ich auf jeden Fall noch Industriegebiet. Das wird ein Kiosk oder so, der kleine hier. So. Und hier auch Industriegebiet. Und hier könnte ich nochmal gering besiedeltes Gewerbegebiet so als Abgrenzung. Also eigentlich Quatsch, aber egal, ich mach's jetzt, ich zieh's durch. Ist hier alles? Ja. Da noch nicht. Zack. Was ist das denn für ein Quatsch hier eigentlich? Der blaue da. Das ist doch Quatsch, oder? Wer hat sich das denn überlegt? So. Das ist ein Industriekiosk. Ist wichtig. So, und dann kann ich hier eigentlich schon mal direkt die Straße... Ich habe gerade gelesen, eine zweispurige Straße mit radioaktivem Gras. Aber da steht mit dekorativem Gras. Aber ich glaube, wenn ich da die Straße hinbaue... Wird das Gras irgendwann radioaktiv? Weil hier ist echt nicht schön. Aber okay, ich mach mal hier... Guck mal, ich mach mal so von oben. Das ist so quasi... Also irgendwann das hier alles wird Industriegebiet sozusagen. Wobei das ist auch... Naja, wohl... Und das hier könnte Manhattan sozusagen werden. Die Insel. Aber okay, so weit denke ich jetzt noch nicht. Ich mache jetzt erstmal hier. So. Erstmal können wir hier wirklich die Ecke komplett nutzen für unser Industriegebiet. Soll dann ruhig mal hier so. So. Und das ist natürlich auch... Brauche ich die überhaupt? Strom habe ich eigentlich genug. Abriss bestätigen. Abriss! So. Dann gehen wir nochmal auf die Straße. Und dann mache ich hier noch eine Parallelstraße.
bisschen weiter dran. Ich will, dass die quasi direkt abschließt. So. Direkt. So. Das ist gut. Und vielleicht noch, eine Querverbindung hier von der Kreuzung. Einmal darüber. Was denn? Warum geht das nicht? Jetzt geht's. Und hier. Ja, hätte ich die Mülldeponie ein bisschen weiter oben gemacht, dann hätte ich jetzt hier Platz. Aber guck mal, das ist eh eine verlassene Fabrik. Ja, nicht so schräg. Hier. So. Und das wird alles Industrie. Industrie, 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 Industrie. Boah, das ist ein widerliches Viertel. Ich kann es nicht anders sagen, aber was will man machen? Vielleicht noch ein Park oder so dazwischen oder so. Kann ich immer noch machen. Ich mach das jetzt erstmal konsequent hier zu Ende. Alles gelb. Immerhin ist es eine Straße mit Grün. Hier mache ich ein Freibad hin. Mit so ein richtig schönes Assi-Freibad. Mach mal eine Gasse, mach mal eine Gasse, ich mach Köpper! So eins. So. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Muss hier alles gelb gemacht werden. Ist ein bisschen fühle ich mich gerade wie Bob Ross. A little bit of this yellow. It's a beautiful yellow. Look how the yellow makes the landscape alive. Just a little drop of brown. It's a beautiful brown. Put it here, here, here. A little bit of yellow like this, just paint it up and down. A little bit of color. So. Nicht schlecht, oder? Hannover, ich finde, du bist zwar hässlich, aber du bist Industrieviertel hässlich. Also für ein Industrieviertel bist du schon eigentlich ganz geil. So, dann als nächstes brauchen wir hier, machen wir dicht besiedeltes Wohngebiet. Da haben wir nämlich noch kaum welches von. Wenn ich gleich Play drücke, wird es so abgehen, Leute. Die Stadt wird so boomen. Das ist ein bisschen... Ich kann das doch auch hier mit dem machen, ne? Dann geht das vielleicht schneller. So. Mit dem Tool nämlich. So, schön alles dunkelgrün machen. Wo noch nichts ist. Boah, das wird so abgehen. Okay. Ich überlege, ob ich hier noch eine Straße so... Naja, egal. Gucke ich mir da gleich an. Straßen und Verkehrsnetze werden so überbewertet. Lass mich nochmal gucken, weil es ist auch ordentlich Verlangen hier nach Kommerz. Ich würde hier, glaube ich, unter dem Industriegebiet, wenn ich sozusagen hier die Grenze ziehe, ja? Was haltet ihr davon, wenn ich hier die Grenze ziehe?
Deshalb mache ich da auch eine schöne Straße mit Bäumen dran. Und das ist quasi hier, links davon ist alles Industriegebiet. So. Und hier... Das soll alles... Man muss auch mal so ein paar Formen machen, ne? Ich mache jetzt hier lauter gebogene Straßen. Aber wieso denn eigentlich auch nicht? Weil sonst sieht alles so aus wie so ein Schachbrett. Und hier so... Wie so Wellen. Hä? So geht denn das nicht? Ich weiß nicht genau, wie es hier machen soll. Das ist doch alles... Nee. Oder doch? Hier übrigens, das habe ich mich auch schon gefragt. Hier gibt es so Kreuzungen, aber die sind halt übertrieben groß. Ey, was ist denn das für eine Kreuzung? Das ist so ein ganzes, so eine Autobahnkreuzung. Aber so einen normalen Kreisverkehr. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich weiß nicht so recht. Habe ich noch nie benutzt. Finde ich aber auch ganz geil, oder? Guck mal, wenn ich das hier... East Compton musste abgerissen werden. Wir haben jetzt einen Kreisverkehr. Das passt doch irgendwie nicht. Das ist doch... Wo soll ich denn das hinsetzen? Wofür ist das? Hier? Ich kann es auch eigentlich nirgendwo bauen. Hier. Ich habe ja genug Kohle, ich kann eigentlich machen, was ich will. So. So. Ah, ich will das, dass es da oben mit dem hier auch connected. Aber es geht nicht. Egal, das ist, glaube ich, das ist, ich weiß nicht wofür, ich lasse es erstmal. So, mach lieber hier noch ein bisschen unser Kommerzviertel. Jetzt auf meinen Geburtstag, ich wünsche dir noch viel Spaß. Viel Spaß. Ich wäre so gerne dabei. Ja, ja. Geht ihr nur alle. Geht ihr nur alle. Tschüss. Sollen wir mal gerade nach deinem Haus gucken? Ja. Hier, gucken wir nach deiner Butze, ey. Alter, was ist denn hier alles passiert? Ja, einiges, hier. Da hat sich ja immer noch nichts getan. Ja, es ist echt eine ziemliche Schabracke. Ich glaube, das hier ist es, ne? Ja. Hannes Bude. Aber doch, ein bisschen ist schon aufgestiegen. Und was ist in meiner Fabrik los? Bei den Real Dolls? Da, die sind gerade sauer, weil der Müll... Guck hier, Müllberge. Ach, Franks Fischstäbchenfabrik, da hat sich was, ist wahrscheinlich abgebrannt. Ey. Hier ist dein Kiosk, dein Bütchen. Aber geht nicht viel, aber es ist ja mittlerweile East Compton, ne? Aber es ist ja auch gerade auf Pause. Ey. Guck mal hier, ey. Ai, ai, ai. Muy bien. Na gut, dann gebe ich jetzt in die Werbung. Ja, viel Spaß und wir sehen uns auch gleich wieder und dann drücke ich gleich auf Play und dann geht es hier sowas von ab, das wird der Wahnsinn.